ein. Der Patrick ist ein sehr bodenständiger, feiner Kerl. Man kennt ihn nur in der Regel aus dem Stadion oder vom Fernsehen. Sehr bodenständig, sehr nett und er ist sehr gut, sehr souverän mit dem Altwerden umgegangen. Das fand ich ganz toll. Oder? Ich junge 28 noch. Ich denke, ich habe noch ein bisschen Zeit. Aber ja, das Alter kommt irgendwann auf alle auf uns zu. Und von daher, ja, wie gesagt, ist man mal gespannt, wie man dann aussehen wird. So könnte es auch später mal sein. Ja? Ja. Ja. Kann ich mit leben. Gut. Du kannst Glatze aber auch tragen. Und wie findest du dein altes Ich? Sieht gar nicht so schlecht aus. Nee, ist ein bisschen ungewohnt, aber ich finde es ganz okay. Gesichtserkennung funktioniert noch. So stelle ich mir mein Zimmer auch mal schnell vor. Echt? Nee, ist echt schön. Wirklich. Toll. Super. Richtig gut. Der Wäsche auch. Ja, die. Ja, super. Das ist ja, okay. Genau. Ah, wie filigran. Großes Kino. Und bitte. Das war super. Das war elegant. Ups, Kamera was gedrückt. Jetzt kommt's drauf an. Ja! Ja! Hey, nochmal los! Ja! Nee, nochmal. Oh, für die Borussia. Steffi. Super. So. So. Komm auch dabei. Ja, ein sehr lockerer Typ und eine ganz gute Chemie zwischen uns. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht und ja, das ist ja auch für eine gute Sache. Ja, das Anliegen ist ganz einfach, dass wir tolle Leute in der Altenpflege brauchen. Wir haben tolle, wir brauchen mehr und von daher war es toll, mit dem Spitzensportler auf den Spitzenjob Altenpflege hinweisen zu können. Und bitte, finde den richtigen Job. Altenpflege ist toll. Hat Spaß gemacht, war eine Erfahrung und ja, immer gerne wieder. Super. Ja, bravo. Vor allem deswegen, genau. Bravo.